Willkommen beim iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie das neue Internetprogramm Microsoft Edge verwenden. Das Symbol sieht beinahe gleich aus. Es ist auch ein blaues E. Ich klicke hier drauf. Sofort startet Edge und hat hier eine Startseite, die ich doch aber ändern möchte. Denn weder... Na, nein. Also, da muss eine andere Seite her. Ich gehe hier oben auf diese drei Punkte und wähle hier Einstellungen. Und bei Einstellungen kann ich unter Startseite wählen, welche Startseite ich denn nun gerne hätte. Ich hätte gerne eine bestimmte Seite. Ich klicke hier drauf. Und Sie sehen auch, man könnte mehrere definieren. Ich klicke hier mal drauf. Und ich gebe die Internetadresse, die sogenannte URL ein, hier mit www. Ich schlage vor google.ch. Enter. Sofort würde jetzt Edge mit google.ch starten. Ich schließe Edge wieder und starte ihn ein zweites Mal. So. Etwa so habe ich mir das vorgestellt. Was ist neu bei Edge? Klicken Sie hier oben einmal auf diese drei Punkte und bei diesem Menü hier auf Neuigkeiten und Tipps. Sie sehen sofort, es erscheint hier ein zusätzliches Register. Diese rollenden Punkte zeigen, dass die Seite noch geladen wird. Und hier finden Sie ein paar wunderbare Anleitungen zum neuen Edge-Browser. Zum Beispiel können Sie Ihren Browser erweitern mit verschiedenen kleinen Programmen. Ich klicke hier drauf, wählen Sie hier Erweiterungen abrufen. Leider funktioniert es nicht mit dem Kantons-PC, aber bei Ihnen zu Hause schon. Ich gehe zum nächsten Punkt. Registerkarten anheften. Was heißt das? Ich zeige es. Zum Beispiel, ich öffne hier ein neues Register. Gehe zur Webseite, zum Beispiel www.pilatus.ch. Hier ist sie. Und wenn ich diese Seite nun öfters besuchen möchte, dann kann ich diese Seite anheften. Ich mache hier oben einen Rechtsklick und sage Anheften. Was passiert? Hier ganz vorne klein ist das Symbol von Pilatus. Und wenn ich das nächste Mal den Browser öffne, ist es immer noch hier. Im Moment habe ich zwei Register offen. Und wenn ich jetzt den Browser schließe, fragt er mich, ob ich denn alle Register schließen möchte. Das kann ich aber auch dauerhaft abstellen. Wenn ich sage, ja, immer alle schließen, dann macht er das in Zukunft. Ich öffne den Browser wieder. Es sind alle Register geschlossen. Und Sie sehen hier, die Pilatus-Webseite, die wartet bereits hier oben. Hier finden Sie weitere Tipps, hier 11, hier noch 7 und nochmals 4 Tipps. Ich zeige 2, 3 davon. Sie sind zum Beispiel auf einer Webseite und suchen nach etwas Bestimmtem. Sie müssen nicht extra die Webseite wechseln, sondern Sie können gerade hier oben in der Adresszeile danach suchen. Ich suche zum Beispiel Wandern. Pilatus und sofort kommt die Suchmaschine, jene von Microsoft natürlich, und bietet mir ein paar Webseiten an. Wenn Sie diese Suchmaschine ändern möchten, denn Microsoft sucht immer mit Bing, dann können Sie das so machen. Gehen Sie zu Google, das habe ich ja hier bereits vorbereitet, zu Google, gehen Sie hier zu den drei Punkten, Einstellungen, scrollen Sie nach unten, erweiterte Einstellungen anzeigen, scrollen Sie wieder nach unten und hier ganz weit unten steht Suchmaschine ändern. Und weil Sie hier Google bereits geöffnet haben, steht hier Google sei erkannt worden. Ich klicke auf Google als Standard und wenn ich jetzt hier oben nach einer Wanderung am Pilatus suche, also Wandern Pilatus, dann kommt Google mit den Suchtreffern. Was können Sie noch?
Sie können zum Beispiel in die Webseite hinein zeichnen. Das Werkzeug steht Ihnen hier oben zur Verfügung. Ich klicke hier drauf. Sofort ist dieser blaue Stift parat und Sie können jetzt da zum Beispiel eine Fahrt einkreisen. Okay, das wirkt ein bisschen krakelig. Oder hier mit dem Markierstift etwas markieren. Und wenn Sie das nun als Snap ins Word kopieren möchten, gehen Sie hier drauf. Hier steht Beschneiden. Ich ziehe hier so einen Rahmen auf. Und Sie sehen, es ist bereits kopiert. Das heißt, wenn ich jetzt ins Word wechsle, hier unten wartet Word schon, mit Ctrl-V oder Einfügen, ist das Bild schon hier drin. Oder Sie fügen Ihrer Webseite eine Notiz hinzu. Das ist wiederum hier beim Stift zu finden. Hier bei dieser kleinen Sprechblase. Hier erscheint ein Fadenkreuz. Machen Sie einen Klick, es erscheint ein Rahmen. Und hier können Sie die Notiz deponieren. Wofür sind diese Zeichnungen und Notizen gut? Man kann sie hier speichern. Ich speichere das mal. Klicke hier rein. Ich speichere das unter der Favoritenleiste. Speichern. Ich beende das noch. Und ich sehe, das ist sichtbar hier wieder in der Favoritenleiste. Ich klicke hier drauf und alle meine Notizen sind noch da. Aber diese Favoritenleiste ist nicht immer sichtbar. Die müssen Sie zuerst noch einschalten. Ich gehe hier zu diesen drei Punkten, Einstellungen, und hier können Sie die Favoriteneinstellungen anzeigen. Also Favoritenleiste anzeigen ein, vielleicht ist die bei Ihnen ausgeschaltet. Zum Schluss noch zwei Einstellungen, die Sie vielleicht interessieren. Wenn mehrere Personen an Ihrem PC arbeiten, möchten Sie unter Umständen den Browserverlauf löschen. Ich gehe hier zu diesen drei Punkten, Einstellungen und Sie sehen hier Browserdaten löschen. Ich klicke hier drauf, wählen Sie hier alles aus, das gelöscht werden soll. Und es gibt da noch mehr, also mehr Anzeigen, löschen. Und wenn das immer so bleiben soll, schalten Sie diesen Schalter noch auf ein, dann werden sämtliche Daten jeweils beim Schließen gelöscht. Und noch zu den Downloads. Wenn Sie etwas downloaden, können Sie den Download-Ordner hier bestimmen. Gehen Sie zu den drei Punkten Einstellungen. Gehen Sie weit nach unten, erweiterte Einstellungen. Und hier finden Sie unter Downloads den Ordner. Ändern Sie diesen und bestimmen Sie, wo Ihre Downloads hineingeladen werden sollen. Das war's.